Hallo und herzlich willkommen bei Kuchelfit aus dem Konditor in Bozen. Heint geht's separat auf, weil heint kocht der Dom gegen mich oder ich gegen den Dom und der Karl ist unser gestrenger Juror. Wir kochen natürlich wieder mit Südtiroler Qualitätsprodukten, wie allem. Und der Dom und ich haben natürlich ganz stark spekuliert, gell? Was für ein Rezept wird jetzt der Karl da bringen? Und wie wir da spekuliert haben, das schauen wir uns jetzt an. Ja. Was nimmt der Karl mir? Speck, sicher. Ja, die Chips macht er gern, gell, mit der Mikrowelle. Gell? Oder er macht vielleicht was, Marmelade, Südtiroler Marmelade, Schmarrn. Schmarrn. Und Kas ist ja Kas. Äpfel. Südtiroler Äpfel. Äpfel, Milchsuppe in Äpfel. Hallo. Schnaps. Hundertprozentig. Schnaps. Ja, dann nimmt er sicher. Schnaps nimmt er sicher. Und wenn er beim Kochen nicht nimmt, dann trinkt er. Hundertprozentig. Oder manchmal nimmt Karton. Na, weißt du was? Die Haras. In Haras gedämpfte Kartonfitzel mit Friegeler. Ganz viel Grappa. Boah, warte. Ich suche ein Haras-Rezept. Warte. Ja, warte mal. Dom, du darfst dir keinen Vorteil verschaffen. Also, so ist das Rezept. Das ist ein Spargel-Äpfel-Risotto mit Käse und krokanten Speck. Okay, los geht's. Von der ersten Sendung weiß ich, dass du gern Spargel schälst. Ja. Geh, sei so gut. Mach also. Danke dir. Karl schält dir den Spargel? Ja, logisch. Ich schäle das hier gleich mit. Nein, ich schäle mir meine selber. Ich bin eigentlich leider auch ein für Spargelschälen zusammenziehen. Genau, du bist der Schälenzahnkleider. Ja. So ein Jung gefangen. Ja. Irgendwie so eine Technik hast du schon wieder benannt, wo ich mich selber wundere, wo der her ist. Ja, das ist wahrscheinlich Gott gegeben. Ja, wenn er so hinschneidet. Der Herrgott hat so gedacht, beim Hochkofler haben wir sonst genug ausgelassen, da geben wir immer mal ein bisschen Kochtechnik. Verstehst du? Das ist mir hat der Herrgott gefrost. Ja. Ganz schier. Ganz schier hat er getan. Ganz schier. Ich habe eigentlich gefragt, wieso Lauch statt Zwiebel oder Schalotten? Weil das mit den Äpfeln besser harmoniert. Na, schau dir an. Ja. Da ist er fast. Die Äpfel stickeln da die ganz gern separat in der Pfanne mit Lauch ein bisschen Ding und dann ein bisschen karamellisieren und erwähnen mit Sojasauce. Ach so. Und danach erst den Risotto einmischen. Das da die gern. Taktisch. Ist der Lob ist ein Fuchs, weil du hörst alles, was er tut. Alles. Ja. Und ich sag nicht. An jeder kann entscheiden, wie er gern das Gericht vollendet. Ich gewinne da schweigend. Gut, wenn du schweigend gewinnst, ist mir auch recht. Ja. So, dann werden wir ein bisschen Speck ausschneiden einmal. Oh, der ist mal gut gereift, siehst du? Ah, super. Ja. Da kommt Freude sehr auf. Schön, gell? Sehr schön. Der Ding schneiden wir weg, außen nur die Kruste. Ja. Nicht so viel, weil es ist oft ein bisschen aggressiv beim Speck. Mal der ist schön. Ich nehme ihn gerne so und danach quer, nicht? Schön gegen die Faser, nicht? Ja. Schön. So, und danach. Das ist so schön. Nicht ganz zu schmale. Gerade, dass man noch ein bisschen... Du schneidest dann auch, sollte dass man noch wie etwas zu beißen. Sollte der Risotto nicht dienen, oder? Zum Speck passt natürlich auch ein Wein, gell, mir rum und da. Ja, was hast du denn da? Ja, schau. Ein Blauburgunder. Jawohl. Von der Meraner Kellerei, ja wunderbar. Zehner hast du, gell? Zehner, ja. Lage Meraner Land und Richtung Finchgau. Toller Wein. Der passt perfekt. Schöne Frucht. Waldfrüchte, schön Abgang, Holzfässer gereift. Ja. Siehst du, das passt mir. Gelagert im Holz. Das Holzfass. Aber jedenfalls ist los, nicht? Richtig zu empfehlen. Fast bin ich und du bist Holz. Und das ist eben das Unterschied zu Lukas, der macht heint, der hat einen schönen Abgang, der Wein. Der Lukas wird heint einen schierchen Abgang machen. Das wäre grausam. Klar, du zeigst den Reis und dann noch das Gemüse und das Zeug in die Ding? Oder eigentlich normalerweise. Ich brauche er nicht. Nein, weil ich tue schon. Ich tue überhaupt nichts hin. Ich kann Öl nichts, ich tue ohne nichts unter. Schichtig ist, dass es auch heiß ist, die Pfanne, wenn ich den Reis in die tue. Ja, der ist schon heiß. Ja. Der ist schon heiß. Soll es heiß sein, wenn man den Reis in die tue? Hast du gehört? Lass es schön heiß werden. Aber der schön heiß ist, schau, wie der schön heiß ist. Ja, bist du mal. Eine Hitze, ich sag's eigentlich. Weißwein Absado. Das ist natürlich ein Carnaroli, ein Riserva. Ja. Du weißt Wein. Spezieller Reis. Nein, die Reissorte. Weißwein, ein Carnaroli. Eignet sich für Risotto.
Ich verstehe, was du vorhast. Ja, du warst es davor. Du willst es als ein bisschen ein Karamelleffekt und dann auch ein bisschen etwas Säure. Kriegst du, ich tue den Zucker jetzt drüber? Ja. Du auch passt mit Zucker. Du auch passt mit Zucker. Pass auf, Lukas, mit Zucker. Das ist nicht gut. Die Zitrone musst du auch wert heben. Ich tue es am durch die Finger reindrücken. Also, weil da kommt der Geschmack für die Finger noch dazu. Ja, genau. Gut, kaufen. Siehst du, der Karamelleffekt ist da. Ist da, also kann das jetzt... Die braunen Blätter an die Klauen. Ja. Gell? Ja. So, jetzt soll die Spargelspitzen da drin wie ein Unbraten, gell? Arbeit machst du da. Mach immer mehr, gell? Ja. Ganz zum Schluss tue ich den Speck kleiner ein bisschen, dass es hier glosig wird und so. Und dann tue ich einen Teil von Speck tue ich noch zum Schluss noch innen. Ah, schon. Und dann Teil tue ich für die Deko mit den Spargelspitzen verwenden. Du hast den schon binden. Hoppala. Den Reis. Hast du schon mal gekostet? Wegen Salz und so. Schon? Bin ich gespannt. Schau, jetzt frage ich dir, was ich kaufe. Wo hast du denn das gelernt? In der Bauebene? Bei dir. Schon? Ja. Ach, schau dir an. Du bist echt nicht ganz zum Zustug gewesen, Karl, gell? Schütteln. Du kannst ihn überlupfen, weißt du? So überlupfen. Oh, spiele. Nein. Lass mal sein. Lass mal. Merkt man, dass ich aufgeregt bin? Nein. Wie schaut es bei dir aus? Ich bin schon bei Noping. Kass, hast du? Ja, bin jetzt dabei. Kass, ja. Wunderbar. Also, ich richte jetzt so, gell? Wartet. Lass ihn da drin, in der Pfanne. Ja, aber mach noch weiter. Warte, nein, sagst du. Lass ihn da drin, dass man halbwegs eine halbe Minute hin oder her geht. Danke, Karl. So, bravo. Fantastisch. Bravo. Wie ist der Speck so? Okay? Passt. So, voilà. Dann werde ich jetzt einfach umfangen. Ja. Das ist nicht richtig, mit Filodal, ja. Nein! Ja, viel zu getan. Nein, der ist mal rausgekommen. Was? Ein Filodal, ja. Und Filandal, ja. Nein, meine geschwimmt jetzt in Oliven. Nein, Parker, was? Nein. Lobis. So, komm, wir sind's. So. Ich hätte gern Teller Nummer 1. Und? Jetzt bitte schön Nummer 2. Nummer 2? Ah. Spiele Mucken. Noch einmal Nummer 1 ganz kurz. Mhm. Mhm. Ja, nein, das ist nicht krass. Komm, noch einmal eine Nummer 2. Ja. Ja, es ist doch. Es ist hart, oder? Ander. Das ist jetzt alle beide gut. Es ist brutal schwer. Aber ich muss leider sagen, Nummer 2 ist der Sieger. Einfach eleganter, vollmundiger, ausgewogener. Einfach eine Spur mehr Power. Ja, danke, Karl. Danke. Ja, was soll ich sagen? Ja. Warst du, wer die Nummer 2 war? Meine Wenigkeit. Nein. So, danke, da trinken wir jetzt ein Glas auf das. Geschmacklich sehen sind alle Pferde gut, aber halt, Lukas, du hast einfach eine Spur mehr Power drauf. So, Leute, zum Wohl. Danke, Henk, zwar. Bravo, Schatz. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.